Was erwartet uns im Monat August? Der Monat August ist der Monat des Friedens, der gehütet wird vom blauen Strahl und von Erzengel Michael und dem Engel des Friedens. Was bringt uns dieser Monat? Zusätzlich zu dem, dass am 2. August ein Jahreskreisfest stattfindet, das Schnittfest bezeichnet wird, Maria Himmelfahrt ist und der Höchstsommer nochmal richtig Fahrt aufnimmt, hat er einige Botschaften für uns. Und wann immer es um den Frieden geht, bezieht sich das natürlich auch auf den inneren Frieden, auf die innere Kraft, auf die innere Weisheit und auf das, was noch ein bisschen im Ungleichgewicht ist und auch Richtung Frieden einzieht. Möchte. Ich werde mit dir jetzt die Monatsbotschaft teilen und sie dir vorlesen. So nimm wahr, dass der Monat August erwacht und dir dort der Engel des Friedens begegnet. Der blaue Strahl eintritt und direkt in dein Herz geht und deine Galle berührt, weil es ein Monat ist, wo du den Frieden finden darfst, in allem, was dich wütend machte, was dich traurig stimmte, was dich hilflos sein ließ, sodass du den Engel des Friedens in deinen Organen erwachen lässt und dieses der Antrieb ist für alle Gegebenheiten und Lebensumstände. Das, was dich aufregt, das, was dich wütend macht, das, was dich ohnmächtig macht, schreit nach Frieden. Dieser Monat wird das Gesetz des Friedens zurückbringen, das Gesetz des Lebens neu aufrufen, sodass du zu deinem Ursprung zurückkehrst, in dein Elternhaus eintrittst, dir alles zurückholst, was dir gehört und alles zurücklegst, was den anderen gehört. Es ist ein stiller Akt des Friedens, kein großer Aufstand, keine Demonstration, ein stilles Friedensschließen mit Altem, ein Ausgleich, ein Ordnung bringen, ein Resultat erzielen, um dich der Ganzheit oder in der Ganzheit wiederzufinden. So wird dieser Kreis ergänzt. Die Farbanreihung ist speziell. Sie hat eine besondere Farbmischung in ihrer Essenz und unterstützt deinen eigenen Lebensfluss, die das Erwachen deiner Wichtigkeit, deiner göttlichen Ordnung herstellt und du mit allen vergangenen Partnern, Partnerinnen Frieden schließt, weil du Bruder und Schwester darin erkennst, die Rollen zurückgibst, die du angenommen hast und dich dann wieder auf das Ja konzentrierst. Sei ein Friedensbote, sei ein Friedenswächter und nimm die Intensität dieses Monates wahr, das sehr viel auf den Boden bringt, das sehr viel auf den Punkt bringt und das Dynamik und Energie in den Vordergrund stellt. Was für eine kraftvolle Botschaft. Ich finde das Bild so schön, zurückzugehen in das Elternhaus und das zu holen, was wir dort gelassen haben. Das ist natürlich eine Metapher. Was meint die geistige Welt damit? Dass wir beispielsweise das Vertrauen dort vergessen haben, den Glauben an sich selbst, das Selbstwertgefühl, diesen Glaubenssatz, ich kann das, ich schaffe das und so weiter. Und dass wir das zurücklegen dürfen, was wir unbewusst mitgenommen haben. Zum Beispiel zu viel Verantwortung. Verantwortung, Mangel, Glaubenssätze über Geld, über Beziehungen, über das Leben selbst und so weiter. Deshalb ist dieser Monat auch ein Monat des Austauschs. Wir geben etwas zurück, doch wir holen auch etwas. Und wenn von Frieden gesprochen wird, dann braucht es immer nur einen, denn für den Krieg brauchen wir zwei, für den Frieden reicht einer. Das, was Michael uns mitgibt, ist, dass wir mit allem Frieden schließen dürfen, ausnahmslos, und darüber auch ein neues Resultat erzielen können, dass wir wieder zurückkehren in diese Essenz, in diese vertraute Ebene und vor allem auch in den Rhythmus, dass wir einen Kreis bilden, dass die ganze Menschheit ein Kreis ist, dass jeder in diesem Kreis wichtig ist und gleichwertig ist. Denn wenn einer fehlt, dann wackelt der Kreis, dann ist es kein Kreis mehr. Und dieses Bild ist wichtig für alle Friedensarbeit und für die Friedensboten, denn Erzengel Michael ist auch ein Engel,
der alle Friedenswächter und Friedenprophezeier wieder zusammensucht, die bereit sind, wirklich für den wahrhaftigen Frieden zu gehen. Nicht nur darüber zu sprechen, sondern dieses auch zu leben und natürlich auch dann in Folge zu lehren. Was er noch schreibt, ist, dass wenn wir mit unseren Emotionen konfrontiert sind, das heißt, wenn wir wütend, aufgebraucht, ohnmächtig sind, was immer auch ein Grund ist, wo die Traurigkeit darunter liegt, ist das auch ein Zeichen dafür, dass etwas noch nicht im Frieden ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der die letzte Etappe seines Lebens lebt, hat diesen Anspruch, dieses Streben nach: Ich bringe alles nochmal in den Frieden, das heißt, ich bringe alles in die Ordnung, das wiederum heißt, ich fasse alles zu einem Kreis zusammen. Da ist kein Anfang und kein Ende in diesem Sog der Geburt und des Todes gibt, ist dieser Frieden das Zentrum, das leuchtet und alles, was wir erlebt haben, zwischenmenschlich auf vielen anderen Ebenen zusammenführt und in die Einheit führt oder auch ergänzt. Unsere Emotionen, unser Emotionalkörper ist immer wieder gefordert. Unser Emotionalkörper ist auch immer wieder bereit, weitere Rollen zu entdecken und weitere Rollen zu harmonisieren. Und deshalb reagiert unser Emotionalsystem immer in der Wahrhaftigkeit. Die Emotionen lügen nie, das Gefühl lügt nie. Ein Gedanke kann manchmal betrügen und in die Irre führen, doch ein Gefühl ist immer aus der reinen Essenz. Das heißt, wir können unseren Gefühlen vertrauen. Da, wo Wut ist, da, wo Ohnmacht ist, da, wo etwas ist, was nicht so in dem Fluss und in der Harmonie spricht, können wir davon ausgehen, dass eine Geschichte mit dem gekoppelt ist, eine Person, ein Ereignis, das wir noch nicht verarbeiten konnten. Und deshalb ist das ein wunderbarer Monat, wo es darum geht, den Friedensengel anzurufen, ihn einzuladen, eine blaue Kerze zu entzünden, die eine blaue Altarecke zu gestalten und damit Michael und den Engel des Friedens zusammenzuarbeiten. Und wenn es heißt, dass vieles auf den Boden gebracht wird, heißt, dass auch vieles an die Oberfläche kommt. Deshalb vertrauen wir, gehen wir gemeinsam weiter. Wir wissen, dass wenn die Stürme stärker werden, werden wir es auch. Wir werden auch angehoben in unserer Kraft. Und ansonsten lasse dich gerne unterstützen. Und wenn du mehr von den Engeln wissen möchtest, dann ist jetzt, startet im September eine wunderbare Ausbildung zum Engel- und Naturwesen-Coach, Berater und Begleiter. Und ansonsten ist die Gruppe der Pioniere ein Ort, wo wir diese sehr stark pflegen und dieses Friedensmuster auch immer mehr trainieren und auch in unsere Realität bringen. Teile dieses Video gerne, vor allem auch schenke es Menschen, die im Moment nicht so das Vertrauen haben durch die ganzen Weltzustände und Umstände, sodass wir gemeinsam auch die Botschaft vermitteln dürfen, dass es nicht darum geht, Ängste zu verbreiten, sondern dass es darum geht, gemeinsam Frieden zu bewirken bzw. Frieden wieder herzustellen. Fahren wir, gehen wir, sind wir gemeinsam unterwegs. In diesem Sinne eine ganz friedvolle Zeit, ein gutes Abschiednehmen vom Monat Juli, dem Monat der Kreativität, der Ideen von Erzengel Ariel und dem Engel der Kreativität geführt, in ein Hineintreten in dieses sehr behütete Monat August mit vielen Feiertagen und vielen Ritualen und Festen. Alles Liebe und danke für deinen Kommentar, danke für deine Zeit und danke fürs Teilen. Alles Liebe!